Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zum Battletech. Wir sind gerade noch in Brisbane, ihr seht es rechts oben in der Liste. Ich habe die Umbauarbeiten angeschubst, so wie ich es beim letzten Mal skizziert hatte. Und wir fliegen jetzt einfach schnurstracks nach Mantharaka und schauen mal, was uns dort erwartet. Das ist ein Punkt, von dem es kein Zurück mehr geben wird, Commander. Wenn sie diese Landung starten, kann es gut sein, dass sie uns zu einem Kampf mit der Black Widow verdammen. Wir sollten lieber vorbereitet sein. Ja klar, kein Thema. 210.000 Reisekosten. Oh, what? Einsatzlänge lang? Okay. Schauen wir mal. Keine aufeinanderfolgenden Einsätze, das heißt, wir haben immer Pause dazwischen. Seltene Gegenstände bekommen wir und keine Tonnagebeschränkung. Das ist schon mal gut. Auftraggeber ist Darius. Warum auch immer. So, dann würde ich sagen, wir reisen mal los. By your command. Ja, und dann kommt auch noch das hier. Der Schwarzmarkt erpresst uns. Als Darius am Morgen den Besprechungsraum betritt, schlägt er die Tür hinter sich zu, diese dreckigen, nichtsnutzigen, hinterhältigen Piraten. Young versucht verzweifelt, das Gesicht zu wahren. Was ist denn los, Darius? Der erste Offizier atmet tief durch. Wenn wir auch weiterhin Zugang zum Schwarzmarkt haben wollen, sollen wir noch einen Mitgliedsbeitrag bezahlen. Ja, und das ist hier alles rot irgendwie, also... Wir können nicht mal... Achso, weil wir uns die irrsinnige Mitgliedsgebühr, ne, die müssten wir eigentlich bezahlen wegen des Rufs. So viel Geld haben wir nicht. Wir lassen also die Mitgliedschaft jetzt leider auslaufen. Das ist natürlich ärgerlich, aber hey, was soll man machen? Mit einer kurzen Handbewegung bringst du den Raum zum Verstummen. Ich habe genug von diesen Kerlen. Wir kommen auch ohne ihre provisorischen Verkaufsbuden voller geklauter Sachen über die Runden. Ja, aber das stimmt ja nicht. Die haben ja die ganzen Ultra-AKs und so. Young gibt einen Seufzer von sich. Es wird Zeit, dass Eisenbart endlich ehrlich wird. Wessen Eisenbart? du hast keinen Zugang mehr zum Schwarzmarkt. Nice. Und mit nice meine ich Scheiße. Alles Gute zum Geburtstag. Im Korridor triffst du auf Kutter und bemerkst, dass er ungewöhnlich gut drauf ist. Was gibt's Neues, fragst du. Kutter grinst und erwidert, ich werde daraus keine große Sache machen. Aber ich habe heute Geburtstag. Ja, wir machen natürlich eine Party in der Lounge, ganz klar. An diesem Abend lädst du Kutte zu einer kleinen Party in der Lounge ein, an der leitende Crewmitglieder und einige Mac-Krieger teilnehmen. Du äußerst ein paar schmeichelhafte Worte über Kutte, dann fordern die Gäste, dass Kutte eine Rede hält. Nach einigen Stunden mit gutem Essen, guter Musik und dem einen oder anderen Glas Alkohol löst sich die Party langsam auf und alle gehen frohgemut in ihre Kabinen. Gegen Ende des Abends findest du eine Dankesnotiz von Kutter an der Tür zu deinem Quartier. Scheinbar hat es ihm viel bedeutet. Moral um 1 erhöht und Kutter ist für 30 Tage gut gelaunt. Sehr schön. So, da sind wir auch schon. Zum Showdown. Quasi pleite. Wir können ja hier mal in den Laden reingucken. Schwarzmarkt, oh, leider nicht mehr. Und auf dem normalen Markt wird es nichts geben, vermute ich. Was bist denn du für ein Wärmetauscher? Ah, minus 10% Waffenwärme. Hier gibt es 2 Granatwerfer. Die haben wir auch nicht ausprobiert, ne? Es wird wahrscheinlich ähnlich funktionieren wie das Ding auf dem Bull Shark. Ah, Entschuldigung. Leicht trockener Hals hier. Ja. So viel also dazu. Bearclaw.
Ja, So, ich denke, wir sind soweit. Wir haben alles umgebaut. Ich habe einen Schluck getrunken. Unsere Piloten sind hoch motiviert. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Showdown im hohen Orbit um Mantharaka. Es ist offiziell, Commander. Wir haben die Dobrev gefunden. Sumaya hat bereits Dutzende Holobilder von ihr gemacht. Maya, könnten Sie ein Bild unseres Wracks auf den Bildschirm werfen? Alles klar. Machen Sie sich bereit, Commander. Schön ist es nicht. Schön ist es nicht, na toll. Das Bild eines unbekannten Schiffs wird auf dem Bildschirm angezeigt. Es scheint in einem großen Gewässer festzustecken. Der Großteil des Wracks befindet sich vollständig unter Wasser. Die Aufbauten der Dobrev sind völlig verbogen, vermutlich aufgrund mehrerer aufeinanderfolgender Fehlsprünge. Klasse, gut gemacht, Leute. Tja, zumindest werden Sie dieses Mal nicht damit weglaufen können. Das ist doch nichts, aber so ungern ich es auch sage, ich habe selbst Neuigkeiten. Sie sollten sich vielleicht setzen. Raus damit, Young. Was ist los? Erinnern Sie sich noch an die Kiste mit Bauteilen, die uns der Kopfgeldjäger gegeben hat? Die, von der ich gesagt hätte, dass sie offensichtlich eine Falle wäre? Ja, was soll damit sein? Es war eine Falle. Einer meiner MacTechs hat einen Peilsender im Metall gefunden. Das verdammte Ding hat unseren Standort bei jedem Sprung ans nächste HPG-Relais gesendet. Was ich sagen will, der Kopfgeldjäger folgt uns. Und zwar schon, seit sich unsere Wege auf Independence getrennt haben. Yay, und wir haben das jetzt erst bemerkt, ja? Und ich habe da so eine Vermutung, warum. Er ist hinter der Dobrev her. Und wir haben ihn gerade schnurstracks zu ihr geführt. Yay. So sieht's aus. Jetzt hängen also zwei große tickende Uhren über unseren Köpfen. Eine ist die Black Widow, die andere ist der Kopfgeldjäger. Beide würden unsere gesamte Kompanie ausradieren, ohne dabei mit der Wimper zu zucken, Commander. Wenn wir uns nicht sputen, müssen wir sie beide gleichzeitig bekämpfen. Ja, dann sollten wir uns wohl beeilen. Ist Modderbjörn online und einsatzbereit? Meine verbleibenden Kampfdrohnen stehen zum Einsatz bereit, Commander von Quakenburg. Sie werden ihrer Lanze auf dem Schlachtfeld Feuerunterstützung geben. Na, da ist ja easy. Ich werde dafür sorgen, dass unsere Mech-Krieger sprungbereit sind. Legen wir los, Leute. Wir haben einen Auftrag und wir sollten ihn schnell erledigen. Ist ja wieder ein Ding. Also Geld gibt's keins und dafür Loot. Yeah. Wir haben die Dobrev gefunden. Dieses Mal ist sie nicht imstande, irgendwo hinzufliegen. Die Zeit ist hier knapp. Also werden wir zusammen mit den Drohnen des Modderbjörn agieren. Schlagen Sie schnell gegen die Baumann Group zu, schlagen Sie hart zu und säubern Sie das Missionsgebiet. Wir setzen unsere Planung fort, sobald wir die Dobrev eingenommen haben. Schnell, Jin. Die Black Widow und der Kopfgeldjäger sind unterwegs. Jo, das ist ja ein Ding. So, wen nehmen wir denn mit? Das ist ja nicht die letzte Mission, ne? Wir haben ja noch ein paar Missionen vor uns. Das heißt, wir können ja noch ein bisschen variieren. Wer hat denn alles einen Umbau hinter sich jetzt? Gerade frisch quasi. Ich glaube, Daditz werden wir schon mitnehmen. Ins Ödland. Der hat ein Kühlventil. Der passt da, glaube ich, sehr gut. So, Kutter hat gute Laune. Das ist natürlich auch ein Argument. Bei Max haben wir ein bisschen umgebaut. Bei Stitch haben wir ein bisschen umgebaut. Und dann nehmen wir uns noch da jetzt mit dem Kühlventil mit. So, Max suchen. Du bist Doomhammer. Hallöchen. Du bist Behemoth. Und du bist Polyphem. Ich denke, damit können wir ganz gut umkommen, oder? Das könnte Spaß machen. Eliminieren Sie die Söldner der Baumann Group. Okay. Interface initiated. Oh, das sieht aber echt öde aus hier. Ja, Licht wenigstens.
Das ganze Missionsgebiet ist überlaufen von Söldnern der Bowman Group, Commander. Scheint, als würden die hier einen letzten Kampf ausfechten wollen. Letztes Gefecht? Unwahrscheinlich. Das sind Söldner, keine Fanatiker. Sie versuchen wahrscheinlich nur, das Wrack lang genug zu halten, damit Baumanns Bergungsteams es fertig ausnehmen kann. Können? Das ist immer noch länger, als wir uns leisten können. Wenn wir dieses Wrack nicht verlassen, werden die Black Widow und der Kopfgeldjäger direkt über uns landen. Und wir wollen nicht hier sein, wenn sie kommen. Meine Drohnen sind online und stehen zur Unterstützung bereit, Commander. Sie werden die Aufmerksamkeit des Feindes auf sich lenken und ihnen Feuerunterstützung geben. Und Yang und ich stehen bereit, in das Wrack der Dobrev einzudringen, sobald das Missionsgebiet sicher ist. So, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Also wir sind hier ganz normal mit dem Leopard gelandet. Die Drohnen mit Landepods schlagen sich hier gegenseitig. Sind wenigstens krass. Zwei mittlere und zwei schwere SBVS-Drohnen. S-Impuls und LSR-15 haben die schweren Drohnen. Und die mittleren zwei M-Impuls, ein KSR-4 und eine LSR-10. Boah. Die ist jetzt nicht so irre beeindruckend, zumal die auch nicht richtig fett gepanzert sind oder sowas. Also die werden es wahrscheinlich nicht lange machen. So, verschaffen wir uns mal ein bisschen Überblick. Ach, wir müssen aber eine Drohne übrig lassen. Und wir sollen uns hier einfach nur mit den Söldnern, ne? Also das Wrack ist noch gar nicht irgendwie in Sichtweite. Wir sollen uns hier einfach nur die Söldner vorknöpfen. Und da würde ich sagen, machbar. So, und ich glaube, wir haben es gar nicht so mega eilig, schnell nach vorne zu kommen. Könnte ich mir vorstellen. Roger that. So, die Drohnen haben es zum Glück auch nicht so irre einfach. Und hier haben wir unbekannte Kontakte. Oh, sagt nicht, hier haben Raven oder sowas dabei, der das so ein bisschen verschleiert. Tonner. Der hat gesensorlockt. Aber wir sind leider nicht so geil mit indirekt feuern. Die Drohnen sollen sich da mal nicht so exponieren, bitte. Da ist ein 100-Tonner. Ein Fahrzeug. Sie haben hier ein Fahrzeug dabei, die Wahnsinnigen. Engaging jump jets. Ein Victor. Wie süß. Mal sehen, vielleicht kann Steelhawk irgendwie Sichtkontakt herstellen. Ah ja, von hier drüben ginge das. Max, wie sieht's bei dir aus? Oh ja. Ah, der trifft nur mit seiner PPK, ne? Ja. Ach, und jetzt ist der Miesling natürlich hier.
mal schön in Deckung gegangen. Ja. Geile Nummer. Ja, wir brauchen aber gar nicht so viel Schaden da für die Seite. Ich würde sagen, dann machen wir erstmal das, was wir am liebsten machen. Wir schießen eben so ein bisschen die AK-20 weg. Mit Munitionsexplosion. War schon mal ganz gut. Da war kein Kopftreffer dabei, ne? Das sah so aus, als wenn ein Kopftreffer dabei gewesen wäre. War es aber nicht. Target marked. So, und dann müssen wir mal gucken, dass wir da jetzt hier irgendwie möglichst dicht dran bringen, vielleicht. Vielleicht so ein bisschen hier über die linke Seite auch. Achtung, Commander, wir haben ein Landungsschiff der Bowman Group auf den Sensoren. Ich markiere die wahrscheinliche AZ auf dem Bildschirm. Ja, mach mal. Eine Chance, den Tod zu bekommen. Wir könnten ihn mit dem CA markieren. Oder mit einem ZTA. Oh ja, ich glaube, das ist tatsächlich eine ganz gute Variante. Einfach einmal draufballern, ZTA-Markierung. Engaging Jump Jets. Kopftreffer, aber das ZTA hat nicht getroffen, oder? Die Drohne fährt hier freiwillig ein Stück zurück. Ach, die will da hoch. So, dadurch, dass wir jetzt halt Sichtkontakt haben, können unsere Drohnen alle drauf feuern. Das ist schon in Ordnung. Ach, oh, eine Rakete hat getroffen. Zum Glück nicht im Kopf. So, was ist denn der 80-Tonner hier? Ein Shrek. Hallo. Ein Schuss saß. Ist natürlich nicht so angenehm. So, wir sind jetzt in Phase 1 dran. Da ist der Victor noch dran. Receiving you. So, wollen wir mal schauen, ob wir den mit einem Panzerbrecher, oder? Ja. Ob wir den mit einem Panzerbrecher den Schuss einfach eliminieren können.
Na, fast. Solid connection on that one. Oh ja, doch, 30 sind da eingeschlagen, das ist schon mal gut. Wenn der ihn von der Seite erwischt, hat er Potenzial, ihn zu töten. 4 Punkte. Nein. Ja, versteckst du dich jetzt? Was soll das denn? Ja. Engaging Jump Jets. So, dann können wir die Jungs da nämlich nächste Runde richtig schön überfallen, glaube ich. I'm on it. And stay down. What's up, boss? Ah ja, das ist doch gut. Roger. Auch wenn unsere Drohnen jetzt nicht mehr dran sind. Die Baumann Group hat gerade eine Angriffslanze abgesetzt, Commander. Vorsicht, sie sehen aus, als wären sie in anständigem Zustand. Anständiger Zustand. Eine eingehende Übertragung. Ah, guck mal, Notgar Baumann, da ist er wieder. Verbrecherboss und Rechnungsprüfer der Baumann Group. Ich bin es langsam müde, ihn Battlemax in den Weg zu werfen von Quakenburg. Jedes Element ihres lächerlichen Kreuzzugs ist ermüdend. Ich werde sie schon noch vernichten. Vernichtet sehen, das schwöre ich. Naja. Laber, laber, laber. So, da hinten haben wir natürlich gleich die nächsten Max anrücken. Wir wollen hier vielleicht echt noch kurz schieben. Kann die Drohne vielleicht den... Ich meine, es sind nur 4 Punkte. Sehr gut. Battlemaster, hi! Weiß, was ich am liebsten zum Frühstück mag. Battlemaster Toast. Yes, Commander. Oh, ist das Flammerreichweite? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. So, wer kommt denn woran? Du kommst nur an den ran. Da jetzt käme er tatsächlich auch an den dran. Sogar von der Seite. Ah. Lassen wir den am besten erst um die Ecke kommen. Das ist ein 100-Tonner. Den wollen wir vielleicht gar nicht um die Ecke kommen lassen. Right here. Die Infernus alleine, ne, der hat ja wahrscheinlich noch nicht so richtig krass geschossen. Machen nicht genug Hitze. Roger. Hostile on sensors. So, du bist ein Atlas, du bist ungeschützt. Das heißt, wir werden dich jetzt einmal in die Steinzeit zurückbomben. Here it comes. So, mit Munitionsexplosion. Was bist du denn? Banshee. Ein Awesome und ein 90-Tonner. Mhm. So, wie sieht's denn bei dir aus? Der Battlemaster ist noch komplett intakt. MG-Munition im Center Torso oder wo hat er die im Arm? KSR. Er hat einen KSR-Werfer. Oh ja.
im rechten Torso. Das ist doch schon mal cool. On my way. Ach, verdammt, ich hätte erst Stitch fallen lassen sollen. Ah, ich bin dumm. Ist halt leider so. So, es gab trotzdem eine schöne Munitionsexplosion. Ach man, so ein Ärger. So, vielleicht halte ich mich einfach so ein bisschen hier so hinter diesem Felsen bedeckt quasi. Lass da jetzt da oben seinen Kram machen. So, jetzt ist er markiert und den kann man auch umschmeißen. Ja, what can I do you for? So, der Atlas ist immer noch nicht so richtig heiß, ne? Okay, here we go. So, wir brauchen ein bisschen Multiziel. Und zwar machen wir das so, denke ich. Target locked. Oh, er ist tatsächlich schon kaputt gegangen. Und der hat jetzt plus 90 Wärme. Steht leicht in Flammen. Weiß gar nicht so richtig, was er jetzt tun soll mit der ganzen Hitze. Oh ja. Und hier im Ödland scheint er nicht so richtig gut die Hitze abbauen zu können. Was ist denn der noch? Oh. Der hat echt noch knapp Überwärme. Hallo, kleiner Banshee. Ups. Highlander. Aha. Und da hinten ist noch ein Fahrzeug, oder was? Ja. So, wer von euch beiden geht uns denn auf den Sack? Du wahrscheinlich. So, Stitch hat ja leider auch kein Multiziel. Warte ich noch ein bisschen? Da gibt es Sinn zu warten. Ich meine, im Moment steht er noch in Deckung. Da kann doch schon mal nicht beschossen werden. Von daher ist es schon eigentlich ganz okay. Die Drohnen haben auch genug Auswahl. Da müssen wir, glaube ich, nur ein bisschen nachhelfen. Commander,
Ja, das bin ich. Aber hier könnten wir sogar noch mal die Flammer draufhauen auf den Atlas, um auf Nummer sicher zu gehen. Der wäre nämlich jetzt gleich dran quasi. Dann wollen wir vielleicht lieber hier oben stehen, damit wir nicht in Nahkampf verwickelt werden können. Das sieht vernünftig aus. Engaging multiple targets. Ja, hat gereicht, ihn zu zerstören. Sehr schön. So, und die müssen sich jetzt erstmal irgendwie bewegen, ne, bevor wir da irgendwas tun wollen. Awesome. Hi. Meow. Reporting. Major armor loss. So, der Banshee ist quasi so ein bisschen außer Gefecht gesetzt. Good to go. Ja, mit den leichten Lasern kommt da jetzt auch nirgendwo ran. Aber der Awesome, der hat sich natürlich so schön präsentiert gerade. Der ist sowieso nicht so heftig gepanzert, ne? Gibt es jetzt super viel Sinn, unbedingt vorm Highlander dran sein zu wollen und so dicht an den Banshee ranzugehen? Es würde super viel Sinn ergeben, dieses Fahrzeug ausschalten zu wollen. Aber dazu halten sich unsere Möglichkeiten leider sehr in Grenzen. Schießt auf den Awesome. Er hat keine Deckung. Ah. Hey. So, der Banshee hat immer noch Angst hier. So, Daditz braucht wahrscheinlich bald sein Kühlventil. So, jetzt zum Beispiel wäre total gut. Roger. Jupp, sieht mir auch so aus. Ach, jetzt fahren sie auf den Awesome. Immerhin 32 Punkte gemacht.
Jo, das hat schon ein bisschen wehgetan. Aber dadurch ist der Highlander jetzt natürlich auch nackend. Hier brauchen wir uns, glaube ich, gar nicht weiter drum kümmern. Und markiert ist er. Sehr gut. So, ein Demolisher. Oh, schönes Ding. Den muss irgendjemand zerstampfen nächste Runde. Nein, du kriegst gar keinen Schuss hier. So, wer darf denn den Demolisher zerstampfen? Also ich hoffe, die Überwärme hält sich in Grenzen. Der Demolisher hat nicht so irre viel Panzerung. Das wäre minimale Überwärme hier. Hat knapp überlebt, ne? Ja. Neunzehn Punkte. Ready for orders. Ist er gar nicht mehr CA markiert? Nee, ist er nicht mehr. Ah. I. You got it. So, schau mal, was wir hier abfahren können. Die Infernos machen nicht so richtig viel Hitze aus, befürchte ich. Fährt er noch? 56. Das könnte mit zwei Lasern vielleicht echt hinhauen, ne? Oh, wir versuchen das mal so. Puh, Daumen drücken. Okay, sehr gut. Perfekt, Max. Target eliminated. Wo fährst denn du hin?
Waiting for orders. Receiving you. Jumping. Jo. Das habe ich befürchtet. So, da müssen wir mal gucken. Der leichte Impulslaser. Macht 7 Wärme für 40 Schaden. Ist eigentlich vollkommen im Rahmen. Acht Wärme für 35. Ja, okay. Also schalten wir M-Laser ab. Zwei Stück. 150 Punkte nur? Nee, stimmt nicht. Ein bisschen mehr. Aber passt. Roger. Tango down. Good to go. Roger that. So, linke Seite ist schon angeschlagen. Sehr gut. Auf geht's. Oh, da war ein wunderschöner Headshot dabei. Pilot tödlicher Schaden. Ich glaube, das war Kopf kaputt, ne? Das hat geklappt, Commander. Die Verteidigung der Bowman Group ist gefallen. Also dann, los geht's. Young, Dr. Murat, legen Sie los. Wo ist denn das Wrack? Ich sehe das gar nicht. Wir haben unser Zeitfenster, um die Dobrev zu durchsuchen. Aber es schließt sich langsam. Modelbjörn, wie lange wird es etwa dauern, Ihre Karten am Navigationscomputer des Schiffs zu finden? Das ist nicht bekannt. Die Dobrev hat eine nicht spezifizierte Menge Schaden durch mehrere Fehlsprünge erlitten. Angesichts ihres aktuellen Standorts könnten die Decks auch überflutet sein. Es ist mir nicht möglich, den Zustand des Navigationscomputers zu bestimmen, bis ich ihn selbst unter die Lupe genommen habe. Hier ist ja nicht mal Wasser irgendwo in der Nähe. Das finden wir früh genug heraus. Ich melde mich, sobald Sie wieder auf der Argo sind, Commander. Murat, Ende. Mission successful. Mhm. So, kein Geld bekommen. Super. Stitch hat nicht einen Abschuss zustande gebracht. Oh nein. Keine Verletzten, keine beschädigten Max, nur ein bisschen Panzerung verdampft, alles cool. So, und wir dürfen uns ein bisschen Schrott mitnehmen. Gab es irgendwas Cooles zu holen? Also wenn ja, haben wir das wahrscheinlich alles zerschossen. Oh, mit Crit noch drauf. Das ist natürlich was Schönes. Oh, guck mal. So ein Arm-Mod. So einer fehlt uns doch noch. Die haben wir drin. Ja, wir nehmen mal noch hier einen leichten Laser mit. So, dann können wir noch 4 Mech-Teile mitnehmen. Ja, würde ich sagen. 1, 2, 3 vom Highlander, den wir erstaunlicherweise ganz gelassen haben. Und dann noch ein Banshee-Teil. Ein Battle Master Teil haben wir noch bekommen und das Awesome Teil haben wir liegen lassen. Oh.
Gut, der Rest ist ja nicht so spannend. Showdown 2 im hohen Orbit um Mantaraka. Okay, Commander, ich habe Modderbjörn an die Dobrev angeschlossen und es versucht jetzt auf die Navigationsprotokolle des Wracks zuzugreifen. Dieses Schiff ist seltsam. Sehr spartanisch, sehr kalt. Sowas habe ich noch nie gesehen. Es ist nur ein Schiff, Doc. Sie sollten da nicht zu viel hineininterpretieren. Und was die Bergungsmission angeht, wir kommen voran, aber nur langsam. Ein Großteil des Schiffs wurde bereits von der Bowman Group leergeräumt. Wir analysieren die Pläne der Dobrev auf alles, was sie vielleicht übersehen haben. Versteckte Frachträume, solche Sachen. Aber das dauert eine Weile. Weitersuchen. Modderbjörn, wie lautet der Status des Navigationscomputers der Dobrev? Beschädigt, aber einsatzbereit. Sternkarten und Navigationslogs weisen geringfügigen bis moderaten Datenverlust auf. Für Laien, die Daten sind beschädigt, aber nicht irreparabel. Die Wiederherstellung wird allerdings Zeit in Anspruch nehmen. Von welchem Zeitraum sprechen wir hier? Das ist nicht bekannt. Das Satellitensystem der Dobrev ähnelt der Technologie, auf der ich basiere, aber es gibt Unterschiede, die ich nicht erklären kann. Diese unerwarteten Diskrepanzen verkomplizieren die Datenwiederherstellung. Oh. Diese Unsicherheit macht mich ganz nervös. Die Black Widow und der Kopfgeldjäger sind auf dem Weg, Commander. Wir haben keine Zeit für Dummheiten. Und schon werden wir gerufen. Es ist Baumann. Ich bin überrascht, dass er noch nicht mit eingezogenem Schwanz davongekrochen ist. Ja, legen Sie ihn auf den Bildschirm. Glückwunsch, Commander. Sie haben gewonnen. Und hier ist Ihr Preis. Ein überflutetes Wrack eines Unglücksschiffs. Der Kadaver eines einstigen Wunderwerks. Kommen Sie zum Punkt, Baumann. Was wollen Sie? Was meinen Sie? Ich möchte, dass Sie Ihr Team einsammeln und verschwinden. Ich werde Sie nicht zwingen. Ich habe genug Leute in diesen Fleischwolf geschickt, den Sie eine Einheit nennen. Aber vielleicht funktioniert das Zuckerbrot ja, wo die Peitsche versagt hat. Ich zahle Ihnen 2 Millionen C-Noten für die Überreste der Dobrev. Das ist mein Angebot. Nehmen Sie es oder lassen Sie es bleiben. Geben Sie mir einen Moment, damit ich das mit der Crew besprechen kann. 2 Millionen. Dann ist doch da garantiert noch irgendwas Wertvolles an Bord. Ich habe unsere Mikros stumm geschaltet, er kann uns nicht hören. Ich weiß ja nicht, was Sie so denken, aber abhauen klingt für mich gerade nach einer extrem guten Option. Der Kopfgeldjäger und die Black Widow sind auf dem Weg hierher, höchstpersönlich, um dieses Schiff einzunehmen. Wenn Notgar Baumann uns dafür bezahlen will, umzukehren, bin ich dafür, dass wir annehmen. Nein, Zumeier, auf keinen Fall. Das können wir nicht tun, Commander. Wir stehen kurz davor, eines der größten Geheimnisse der Menschheit zu lüften. Wenn das Modderbjörn-System seine Aufgabe erledigen kann, wenn es diese Navigationskarten findet, können wir herausfinden, was aus dem Sternenbund wurde. Das ist wichtiger als Geld. Ich will auch noch nicht von hier verschwinden. Ich habe meine gesamte Bergungskrew nicht in dieses halbversunkene Todesfalle geführt, nur um jetzt mit leeren Händen von dann zu ziehen. Außerdem... Wollen Sie Mama Bär doch nach allem, was wir durchgemacht haben, nicht in den Rücken fallen, oder? Das Ding ist eine Maschine, Young. Es ist ja nicht so, als würden wir seine Gefühle verletzen. Die Geschichte des Modderbjörn erregt Mitgefühl, das verstehe ich. Aber diese Aufgabe, die es verfolgt, den Sternenbund tief im Weltall zu finden, vielleicht hunderte von KF-Sprüngen entfernt, das ist Fantasterei. Tief im Inneren wissen sie alle, dass da draußen nichts ist. Ihr Mama Bär jagt Gespenstern nach. Ihre Antwort bitte, Ihre Zeit ist um und ich habe noch Sachen zu erledigen. So, also, wir können jetzt Baumanns Angebot abnehmen, dann kann er sein Geld behalten, Dobrev gehört uns. Oder wir nehmen an, und dadurch wird die Kampagne aber schon beendet. In Ordnung, Notgar, für den extrem günstigen Preis von 2 Millionen C-Noten bekommen Sie Ihr Wrack von uns zurück. Na, niemals. Kann er sich sonst wohin stecken, sein Geld. Und Sie sind ein echter Idiot, aber das ist wohl Ihr Privileg. Wenn Sie nichts Brauchbares in dem Wrack finden, denken Sie daran, dass sie dieses lukrative Angebot ausgeschlagen haben. Auf Wiedersehen, Commander von Quakenburg. Baumanns Gesicht verschwindet vom Bildschirm, als er die Verbindung hat. Das war's dann wohl. Wir werden gleich von den 2 größten Legenden im bekannten Universum fertig gemacht und wir haben 2 Millionen C-Noten dafür aufgegeben. Bitte entschuldigen Sie mich, während ich mal eine Ecke suche, in der ich in Ruhe weinen kann. Konzentrieren Sie sich, Meier. Cool bleiben. Also... Uns bleibt nicht mehr viel Zeit, bevor unsere Feinde aufkreuzen und bis dahin sollten wir uns bereit machen. 2 Stunden später im hohen Orbit um Mantaraka.
Es ist soweit, Commander. Ich habe Sichtkontakt zum Landungsschiff der Black Widow und die Sensoren der Argo haben ein Signal empfangen, das wahrscheinlich vom Kopfgeldjäger stammt. Will jemand wetten, wer von denen uns zuerst umbringen wird? Weder noch. Wir werden gegen sie kämpfen und wir werden gewinnen. Diese Einheit hat sich aus dem Nichts aufgebaut. Wir haben für jeden Fetzen Fortschritt gekämpft. Und letzten Endes werden wir die Grenzgebietssöldner sein, die nicht nur gegen eine, sondern zwei lebende Legenden gekämpft und auch gewonnen haben. Waschechte Riesenkiller. Und das wird passieren, weil wir nun mal so sind. Ja, da haben Sie verdammt recht, Darius. Rufen Sie das Landungsschiff der Black Widow. Sagen Sie ihr, dass ich mit ihr verhandeln möchte. Oder der erste Offizier hat hier eine etwas blumige Ausdrucksweise, aber vor allem hat er recht. Jetzt holen sie Black Widow ran. Wir nehmen mal das erste. Dann macht er eh keinen Unterschied. Kurz nachdem Zummer Black Widow gerufen hat, flimmert ihre Visage auch schon über den Bildschirm. Ihr Gesichtsausdruck vermittelt Feindseligkeit. Echt? Sieht doch eigentlich ganz nett aus so. Ihre Glückssträhne hat gerade ein Ende gefunden von Quakenburg. Wenn Ihr Cockpit mit Ihnen drin zusammenbricht, denken Sie daran, dass ich Ihnen einen Ausweg angeboten habe. Denken Sie daran, dass Sie abgelehnt haben. Sie wollen was von mir. Es geht mir andersrum genauso. Also betrachten Sie das hier als eine formelle Herausforderung. Wir kämpfen Lanze gegen Lanze. Dem Sieger gehört das Wrack. Echt jetzt? Sieht schon Zeit. Sie versuchen mich hinzuhalten. Weshalb, frage ich mich. Die Dobreff wird nie wieder fliegen, so viel ist sicher. Vielleicht plündern sie ihre Eingeweide, suchen nach Beute, spielt keine Rolle. Niemand aus ihrer Truppe wird diesen Felsen lebendig verlassen. Die Worte werden ihnen noch im Hals stecken bleiben, Kerensky. Unsere Lanze erwartet sie auf dem Schlachtfeld. Und ich werde sie dort begraben. Sie hat ein ehrenhaftes Duell abgelehnt. Muss sie es nicht als Klanerin eigentlich annehmen und respektieren? Unglaublich. Sie beendet das Gespräch. Wissen Sie, Boss, selbst wenn Sie den Mac der Black Widow irgendwie ausschalten, wird sie sich einfach rausschleudern und in einen anderen klettern. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie es zu Dobreff schafft. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, Doc, aber ich wäre dann gern woanders. Wir verstehen uns schon, glauben Sie mir. Sobald das Modderbjörn die Navigationsprotokolle ausgelesen hat, verschwinden wir. Und die Black Widow kann mit der Dobreff anstellen, was sie will, solange wir darauf von der Argo aus herabschauen. Wir brauchen sie dann nicht mehr. Ich frage mich gerade, ob der Mac der Black Widow genauso wie der von der fiesen, was war die Cousine von Kamea, Headshot-resistent ist. Wir werden es wahrscheinlich herausfinden. Wir müssen das Wrack nicht ewig beschützen, das verstehe ich. Aber eine kleine Antwort fehlt mir noch. Wie zur Hölle sollen wir einen Kampf gegen die Black Widow gewinnen? Und wie zur Doppelhölle sollen wir gleichzeitig sie und den Kopfgeldjäger besiegen? Wir müssen sie nicht besiegen. Wir müssen nur lang genug überleben, damit sie einander abschießen. Uahaha. Ich wollte gerade sagen, vielleicht können wir die ja gegeneinander ausspielen. Hä? Wenn der Kopfgeldjäger auch irgendwie... Ich weiß nicht mal, was seine Motivation ist. Wahrscheinlich will er auch einfach nur das Loot haben. Weil sie sich gegenseitig hassen. Genau. Die Blutsfeder, von der sie uns auf Appian erzählt hat. Echt? Hat sie? Cool. Das könnte funktionieren. Ich mache mir zwar immer noch in die Hosen, aber naja, das könnte funktionieren. Ein Versuch ist es wert. Ich werde mein Team auf der Argo die Kiste des Kopfgeldjägers in den Frachtraum des Leopard schleppen lassen. Theoretisch sollte ihn das direkt zu uns locken. Commander von Quakenburg hat sich den Plan ausgedacht, Leute, jetzt liegt es an uns, ihn in die Tat umzusetzen. Zeigt mir euer Kriegsgesicht, der Feind steht vor der Tür und wir zeigen ihm, wie man richtig kämpft. Yay! Auf jeden Fall haben wir da fürs nächste Mal ein bisschen was vor. So, wir können gerade mal gucken. In der Mac-Bucht. Einfach nur, weil ich gerade Bock drauf habe. Wir haben ja gerade so einen wunderschönen den hier. 2 und 6. Oh nein, und das Ding, das wir haben, ist glaube ich 3 und 6, ne? Ja. Das ist einfach nicht zu viel. Dann müssen wir irgendwie.
einen Wärmetauscher rauswerfen, eine Tonne AK-Munition. Ich habe keine Ahnung, was ich rauswerfen soll. Zwei Laser, Panzerung, brauchen wir alles. Sprungdüse brauchen wir wahrscheinlich auch, gerade hier im Atlas. Ja, dann werden wir das Ding wohl so schnell nicht einbauen können. Schade. Na gut. Für heute war es das ja auf jeden Fall zu mir. Jetzt beim nächsten Mal legen wir uns da mit Natascha Kerensky an und hoffen, dass der Kopfgeldjäger uns irgendwie den Arsch rettet und uns dann hinterher nicht versohlt. Mal gucken. Für heute war es das auf jeden Fall. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, Jungs und Mädels. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.